So Leute, seid gegrüßt. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's blendend. Ich möchte euch herzlich willkommen heißen zur zweiten Staffel. Ja, also ihr könnt euch vorstellen, dass ab jetzt keine Videos mehr kommen werden mit altem Hintergrund und so. Das heißt, ich habe, wenn ihr dieses, ich weiß nicht, wann das Video genau kommen wird, zu dem Zeitpunkt, wenn es kommt, werden die alten Videos alle schon rausgehauen sein. Das wird dann auch relativ fix gehen, von jetzt auf gleich. Das werdet ihr schon merken an den Uploads. Ja. Ich werde, wie gesagt, den ganzen alten Stuff raushauen und dann geht's nahtlos mit Staffel 2 weiter. Ne? Also, ich versuche, ich habe ein bisschen Taktikänderung gemacht. Ich habe natürlich sehr viel Zeit gehabt, in der ISO oft darüber nachzudenken, wie ich weiter fortfahre, was ich mir für eine Strategie einfallen lasse, wie ich das ja, alles fortführen kann. So. Und seid euch jetzt versichert, dass ich eine Strategie gefunden habe. Und von daher, wie gesagt, soll dieses Video einfach nur dazu dienen, um zu sagen, es wird ab jetzt regelmäßig Videos geben, davon könnt ihr fest ausgehen. Egal was mit mir passiert. Egal was geschehen wird, ich werde immer irgendwie einen Weg finden. Das habe ich euch ja schon oft genug gesagt. Von daher will ich mich da auch nicht tausendmal wiederholen. Danke nochmal an alle Leute für den Support. Ich warte schon sehnsüchtig auf den Play-Button. Der müsste eigentlich jetzt in nächster Zeit irgendwann geknackt werden. Endlich. Ich verstehe auch nicht, was da viele von euch haben ja auch spekuliert, wie, was los, warum irgendwie Abo-Freeze und hin und her und diese ganzen Sachen. Von daher, ja, wenn dieses Video rauskommt, dann haben wir ihn hoffentlich schon geknackt so. Und über das Special, über das 100k Special bzw. Play Button Special habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Das ist in Arbeit. Das ist aber so aufwendig und ich möchte noch nicht verraten, was es genau ist. Darüber werdet ihr noch in Kenntnis gesetzt. Das ist auf jeden Fall mit sehr viel Arbeit verbunden und es wird sich lohnen. Und ich kann euch nur so viel dazu sagen, dass ihr dann auf jeden Fall auch was in den Händen halten könnt. Ja, so, nur so viel dazu. Von daher lasst euch überraschen, was ich mir da habe einfallen lassen. Ja, wie gesagt, das ist eine Arbeit. Das kommt. Wie gesagt, ich hoffe nur, dass es auch zu dem Zeitpunkt, wenn es hochgeladen, wovon ich eigentlich fest ausgehe, weil es fehlt da eigentlich nicht mehr viel. Von daher, wenn dieses Video rauskommt, haben wir ihn höchstwahrscheinlich schon. Von daher, nichtsdestotrotz, auch wenn nicht, danke ich trotzdem allen Leuten für diesen harten Support. Es gibt wirklich ein paar richtig Hardcore, ich mag den Begriff Fans nicht so sehr, deswegen rede ich lieber von Unterstützern oder Supportern, wie auch immer. Deswegen vielen Dank nochmal an dieser Stelle. So, und ich weiß es wirklich zu schätzen, ich hätte mit diesem durchschlagenden Erfolg habe ich wirklich nicht gerechnet. So, ich habe wirklich gedacht, wir werden jahrelang brauchen, um das zu erreichen, wo wir jetzt schon sind. So. Und es sind gerade mal ein paar Monate. So, wenn man sagt, okay, es ist schon fast ein Jahr sogar. Aber egal. Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, dass euer Support belohnt wird, dass ich das sehe, dass ich das wahrnehme, dass ich das zu schätzen weiß. Und ich natürlich euch dafür etwas bieten möchte hier. Das heißt, ihr sollt natürlich dafür auch entlohnt werden. Okay? So viel dazu. Das ist wie gesagt nur ein ganz kurzes Video, um euch quasi nur anzukündigen, dass die Staffel 2 jetzt beginnt. Und ich denke mal, ich vermute mal, dass, nee, nicht ich vermute, sondern ich habe euch das ja schon in einem, ich weiß nicht, ob das Video jetzt noch danach kommen wird oder davor, auf jeden Fall. Werden wir das Ganze jetzt einheitlich halten, so wie ihr das jetzt seht, der so in Schwarz mit Palästinensertuch, ja, und ja, einfach nur damit wir das ein bisschen, damit man auch sieht, so, ne, damit man da so ein bisschen so einen Unterschied hat, ja? So. Und wie gesagt, dieses Bettlaken kann man mir nicht wegnehmen, von daher, egal was passiert, die können mir alles wegnehmen. Und ein schwarzes T-Shirt, eine Cap und so ein Tuch lässt sich in jedem Knast, egal wo und in jeder Situation auftreiben. Von daher macht sich mal keine Sorgen. Eventuell wird dieses Tuch hin und wieder sich mal irgendwie ändern, weil das genau das exakt dasselbe wieder zu besorgen ist, wird dann doch teilweise schwierig.
Aber es wird auf jeden Fall jetzt dabei bleiben. So. Ich Idiot, ich hätte normalerweise mir gleich das Tuch besorgen sollen, bevor ich diese komischen Videos gemacht habe mit diesem weißen Tuch da. Ja. So, ich hab mir das ein bisschen nachgeguckt, so, weiß nicht, auf den ersten Blick sah es noch okay aus. So. Und dann habe ich aber auch schon wieder gedacht, so, ah, scheiße, so, ich hätte es lieber gleich so gemacht, egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, Knastvlog Staffel 2. Mal gucken, wie viele Staffeln es noch geben wird. Ich vermute sehr viele. Von daher, ich habe ja noch ein paar Jährchen vor mir. Um genau zu sein, noch circa 3,5. Ja, mal gucken, wenn ich bis zum Ende abreißen muss, wovon ich ganz stark ausgehe, dann werden die Behörden noch sehr viel Spaß mit mir haben. Das kann ich euch garantieren. Von daher, glaubt mir, ich habe mich an diesen ganzen Knast-Struggle schon so sehr gewöhnt. Mir macht es schon gar nichts mehr aus. Weißt du, so, ob ich nun Anstaltsklamotten tragen muss oder nicht. Ich habe jetzt wieder Sicherheitsverfügung und so weiter und so fort. Ja, ich dürfte normalerweise jetzt hier so gar nicht sitzen. So, ja. Von daher, ja, wie gesagt, interessiert mich alles ein Scheiß. Ich habe mich, wie gesagt, schon dermaßen daran gewöhnt, dass es mich schon normal ist. Und ja, mal sehen. Am Ende, ich befürchte ehrlich gesagt, dass die Behörden, also das heißt DJV Tegel, Senat, wie sie nicht alle heißen, dass die irgendwann denken so, ey, was, komm, Alter, wie lange hast du noch? Weißt du, manchmal fragen mich letztens, Alter, im Haus 2 fragt mich noch ein Beamter so, nachdem ich verlegt wurde und ständig diese Kontrollen waren und so, und die kamen bei mir reingeschossen, so, weißt du, mit 5, 6 Mann so, und haben meine Zelle wieder komplett zerkloppt. Und als mich dann der Beamte, ich wurde dann in die Küche geführt. In der Küche hat man mich eingeschlossen, nachdem er mich natürlich intensiv durchsucht hat, hat man mich in der Küche eingeschlossen. Und der Beamte guckt mich so an und er fragt mich so, ey, wie lange hast du noch? Ich sage, ja, noch circa 4 Jahre. Er sagt, was? Und was willst du? Bist du sicher, dass du diesen ganzen Stress nehmen willst? Ich sage, hey, ich habe mir das doch vorher überlegt. Ich wusste doch, was auf mich zukommt, ja. So. Und von daher, ja, ich bin dazu bereit. Ich habe mich auf 4 Jahre härtesten Vollzug eingestellt. Ja? Auf härteste von härtesten. So. Okay? Ich habe meine Psyche dafür lange genug trainiert, so, dass ich sagen kann, ich bin imstande, das auszuhalten. So. Und es ist auch, wie gesagt, ich sehe es so ein bisschen als Herausforderung. Ja? Ich kann mal wieder an meine Grenzen gehen, ein bisschen gucken, okay. Wie ist das? Wo kann ich noch an meiner Persönlichkeit ein bisschen arbeiten und so? Weil das ist ja immer, wenn du Einschluss hast und ständig irgendwie so, ja, gerade in Isolation, ja, kommst du wieder viel in Gedanken so und versuchst natürlich ein bisschen ein paar. Es gibt ja immer so Charaktereigenschaften, die einen selber an einem so ein bisschen negativ aufstoßen und so, und die versucht man dann natürlich auszumerzen, soweit es einem möglich ist oder es im Rahmen des Möglichen besteht. So. Wie gesagt, wenn man ein reflektierter Mensch ist, dann fällt einem das eigentlich auf so, und dann versucht man natürlich, also zumindest ich habe diesen Anspruch an mich, immer ein besserer Mensch zu werden. Das gelingt natürlich nicht immer und man verfällt immer wieder in alte Muster, das ist ganz klar. Aber ich denke, der Wille ist es, der zählt, und die gute Absicht dahinter. Und von daher, mit Gottes Hilfe, wird es auf jeden Fall alles so klappen, wie ich mir das vorstelle. So, und ja, und als der Beamte mich gefragt hat, so, ey, wie lange hast du noch so? Ich habe so, obwohl eigentlich, er ist Beamter, weiß, er geht nach 8 Stunden nach Hause. Mir ist es im Endeffekt egal. Diejenigen, denen ich viel mehr ans Bein gepisst habe, das sind die vom Senat, also Politik. Ja? Und das ist natürlich die Anstaltsleitung. Die sind natürlich diejenigen, die sich dann so rumärgern müssen. Natürlich, die Beamten sind auch ein bisschen, werden auch in Ländschaft gezogen. So. Die müssen natürlich die Haftraumkontrollen durchführen und so weiter und so fort. Und die haben selber auch keinen Bock drauf. Ich merke das ja selber so. Aber die kriegen halt Anweisungen, die müssen sie befolgen, das verstehe ich auch. Deswegen sehe ich das Ganze sportlich. Solange man dann, wie gesagt, fair und respektvoll im Umgang miteinander bleibt, ist es alles okay, sehe ich das sportlich. Wie gesagt, man sollte nur gewisse Grenzen nicht überschreiten. Dann ist alles okay. So. So viel dazu. Und ich denke mal einfach, dass irgendwann, ich schwöre es dir, meine Haftstrafe wird euch länger vorkommen als mir selber. Ganz ehrlich, das sage ich euch jetzt schon. Weil ich werde nicht locker lassen. Ich werde, wie gesagt, ich bin ein Mensch, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, so, und ich bin ein Dickschädel, ich gehe durch 10 Wände mit Kopf voran, ist mir scheißegal. So. Und ich habe ein Ziel und ich habe mir was in den Kopf gesetzt. Und von daher,
wird mich da nicht stoppen können. Ne? So, das nochmal dazu. Von daher, Leute, seid gespannt, was da noch kommt. Ich glaube, ich habe das auch schon wieder tausendmal gesagt. Aber ist egal. Wie gesagt, es geht wieder los. Produktion läuft auf Hochtouren. Und ja, bis zum nächsten Mal.